8 Jahren, in denen sich mein Leben komplett verändert hat. Wo ich vor 8 Jahren war und wo ich heute bin. Boah, unglaublich einfach. Ich habe es niemals erwartet. Ich habe es mir vielleicht die Zukunft nicht mal so schön vorgestellt. Niemals. Ich hatte andere Pläne für die Zukunft. Doch mein Schicksal hat auch ein paar Pläne für mich. Und er hat seine Pläne durchsetzen können. Ich könnte meine Pläne leider nicht durchsetzen. Ich musste vieles ändern, viele meine Pläne ändern. Doch heute stehe ich hier und ich werde euch meine Geschichte erzählen. Meine Geschichte, die vielleicht für manche auch hilfreich sein kann. Vielleicht werden sich manche dadurch inspirieren lassen. Vielleicht könnt ihr dadurch eure Zukunft ändern, eure Gegenwart ändern. Vielleicht könnt ihr dadurch auch motiviert werden, irgendwas aus euch zu machen. So, Freunde, heute wird etwas anderes. Heute wird nicht so Unterhaltung, dies, das. Es wird nicht so Comedy-Video sein. Es wird ein Real Talk-Video sein. Vielleicht für mich ist es ein bisschen auch traurig. Für mich ist es auch ein bisschen schwierig, jetzt darüber zu reden, Freunde. Darüber wollte ich eigentlich niemals reden. Ich hab mir das niemals zugetraut. Aber heute. Ich wollte einfach ehrlich sein. Ich wollte einfach ehrlich zu euch allen sein, Freunde. Freunde, es fällt mir einfach schwierig, das auszusprechen, aber ich bin ein Junge. Ich bin ein Flüchtling. Ich musste ein Flüchtling werden. Ich kam hier nach Deutschland im Jahr 2015. Ich kam nach Deutschland. Ich kannte kein Wort Deutsch. Ich musste alles lernen. Ich war noch sehr jung. Ich war damals, glaube ich, 14, 15. Und ich musste alles nochmal lernen. Ich musste einfach damit klarkommen, dass ich keine Freunde habe. Ich musste neue Freunde kennenlernen. Ich musste einfach in die Schule eine Sprache kennenlernen. Ich musste einfach meine Abschlüsse nachholen. Ich musste sehr vieles machen, worauf ich eigentlich keinen Bock hatte. Aber was soll man machen, Freunde? Manchmal muss man Sachen machen, auch wenn man darauf keinen Bock hat. Ich musste einfach die Sprache erstmal lernen. Und das konnte ich innerhalb von einem Jahr, eineinhalb. Und dann musste ich einfach mein Hauptschulabschluss nachholen und dann musste ich meinen Realschulabschluss nachholen. Und nachdem ich das alles gemacht habe, dann wollte ich musste nicht, ich wollte dann mein Abitur machen. Viele meinten, das wäre unmöglich, aber heute stehe ich hier, nachdem ich 4 Abiturprüfungen geschrieben habe. Ich habe schon 4 Abiturprüfungen hinter mir. Es war einfach geil, es war eine geile Zeit, Abitur zu machen. Es war natürlich schwierig für mich, da ich auch nicht die Sprache so krass beherrsche, aber trotzdem habe ich es irgendwie geschafft. Ich habe nur noch eine mündliche Prüfung. Wenn ich die geschafft habe, dann habe ich meine Abiturprüfung abgeschlossen und hoffentlich habe ich bald auch meine Abi-Freunde. Also innerhalb von 8 Jahren habe ich das alles machen können, was Schule angeht. Und ich habe auch einiges außerhalb der Schule gemacht. Vorab, Freunde, bevor ich euch erzähle, was ich außerhalb der Schule gemacht habe, erstmal möchte ich so ehrlich sein zu euch, Freunde. Also, ich habe es immer gehasst, Flüchtling genannt zu werden. Ich fand dieses Wort mir gegenüber ungerecht. Ich fand, ich habe es nicht verdient, Flüchtling genannt zu werden. Weil ich habe es nicht selber entschieden, Flüchtling zu werden. Ich wurde einfach zum Flüchtling. Also, was soll ich machen? Aber, Freunde, nichtsdestotrotz, man kann nichts an der Wahrheit ändern. Ich bin ein Flüchtling. Damit muss ich auch klarkommen. Außerhalb der Schule, Freunde, habe ich auch vieles machen können. Ich habe neue Freunde finden können. Ich habe einfach vieles erreichen können. Ich konnte einfach in den letzten Jahren sogar mit sozialen Medien sozusagen ein bisschen erfolgreich, ein bisschen Erfolg erzielen. Ich habe jetzt ungefähr 1,2 Millionen Follower in den sozialen Medien erzielen können. Das ist auch krass, Freunde. Ich bin stolz auf mich, sage ich euch ehrlich, dass ich so weit kommen werde eines Tages. Habe ich mir niemals gedacht, dass so viele Leute mir folgen werden. Habe ich mir niemals vorstellen können, dass so viele Leute von dem, was ich mache, beeindruckt werden. Oder dass sich so viele Leute von dem, was ich mache, beeinflussen. Es macht mich einfach glücklich, dass ich einfach eine Message verbreiten kann. Macht mich einfach so mega glücklich, Freunde, dass ich überhaupt hier stehen kann und meine Geschichte sozusagen erzählen kann. Auch wenn das nur 1% von dem ist, was ich erlebt habe. Macht mich einfach so glücklich, Freunde, dass ich euch das erzählen kann. Dass ich endlich mal ehrlich sein kann zu mir selbst. Dass ich sagen kann, ja, ich bin ein Flüchtling, aber ich könnte einfach mich, meine Zukunft ändern. Ich könnte einfach vielleicht meiner Familie in der Zukunft noch mehr helfen. Vielleicht kann ich meine Familie hier rausholen, dass wir nicht so auf Sozialhilfe so angewiesen sind. Wir sind sowieso, by the way, also seit Jahren arbeiten meine Eltern, damit wir nicht darauf angewiesen sind. Das ist, was mich am meisten gestört hat, dass wir einfach auf Sozialhilfe angewiesen waren. Und deshalb wollte ich einfach alles an meinem Leben ändern. Ich wollte einfach arbeiten. Ich wollte einfach an mich selber arbeiten. Ich wollte einfach meine Abschlüsse fertig haben. Ich wollte einfach mit Schule fertig sein und ich wollte einfach studieren gehen und einfach Geld verdienen, damit ich meiner Familie helfen kann, damit wir nicht auf soziale Hilfe angewiesen sind. Und viele denken sich, dass ja, jeder Flüchtling freut sich, wenn die Geld von Jobcenter erhalten. Wir machen manchmal vielleicht Spaß, dass wir Geld von Jobcenter erhalten und dass das uns glücklich macht. Aber ich glaube, keiner fühlt sich gut, wenn die einfach Geld so vom Jobcenter bekommen, wenn sie soziale Hilfe bekommen. Jeder will selber arbeiten und sein Geld nach Hause holen. Sowas kenne ich einfach von meinem
raus, also von uns, von zu Hause aus, kenne ich das sehr gut, dass man einfach nur sein Geld verdienen will und keiner will einfach die soziale Hilfe. Wieso ich überhaupt jetzt dieses Video an diesem Moment, an diesem Tag so drehe, ist ganz einfach, Freunde. Ich wollte einfach nur eine Message rüberbringen. Ich wollte nur eine Message verbreiten und zwar: erfolgreich sein entscheidet ihr selber und nicht euer Schicksal. Jeder kann erfolgreich werden, jeder kann es schaffen, Freunde. Nur wenn man daran glaubt, wenn man dafür arbeitet, so kann jeder erfolgreich werden. Ihr seht, ich kam vor 8 Jahren hierhin. Ich konnte kein Wort Deutsch, jetzt kann ich ein bisschen Deutsch reden. Also, ich mache immer so Sprachfehler. Ich sage, Leute, machen sich darüber lustig. Aber Freunde, ich bin seit 8 Jahren hier. Ich konnte meinen Abschluss machen, Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, erweiterten Realschulabschluss. Ich habe sogar mein Abitur jetzt fast geschafft, sozusagen. Also, ich kann stolz auf mich sein. Die Leute, die sich über mich lustig machen, sind ja wahrscheinlich hier geboren und sind auf der Straße gelandet, weil die einfach nichts anderes zu tun haben, außer sich einfach über andere lustig zu machen, statt einfach auf Schule, sich auf Schule zu konzentrieren, sich auf ihre Zukunft zu konzentrieren. Sie konzentrieren sich lieber auf die Zukunft anderer, statt auf ihre eigene Zukunft. Aber by the way, Freunde, weg davon. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ja, ob ihr erfolgreich seid oder nicht, entscheidet ihr selber. Im Endeffekt muss jeder für sich arbeiten, muss jeder Pläne haben für die Zukunft. Ich sehe sehr viele Jugendliche, die sind einfach verplant. Die haben keine Pläne. Die laufen nur Frauen hinterher. Jeder will einfach nur eine Freundin haben. Oder was willst du? Sag ich dir ehrlich, ja. Vor 5 Jahren, vielleicht wollte ich auch eine Freundin haben. Ich wollte unbedingt auch eine Beziehung, weil um mich herum jeder in einer Beziehung war. Aber Freunde, dazu kann ich noch ein extra Video machen, warum eigentlich du dich lieber auf deine Ziele konzentrieren solltest, statt auf eine Beziehung. Oder deine Ziele, deine Zukunft ist das Wichtigste. Du musst dafür arbeiten. Du musst diese goldene Zeit, deine Jugendzeit einfach musst du ausnutzen, damit du einfach erfolgreich werden kannst. Wenn diese Zeit vorbei ist, wenn du bis 30, wenn du nichts erreicht hast, dann wird schwierig, was zu erreichen. Sag ich dir ehrlich, also meiner Meinung nach, es wird schwierig, dann was zu erreichen. Kann jeder schaffen, aber sehr selten. Am Ende möchte ich nur eine Sache sagen, Freunde. Bitte glaubt an euch, glaubt an eure Träume. Egal woher ihr kommt, jeder kann es schaffen. Ihr seht mich vor 8 Jahren. Ein Flüchtling, der einfach aus irgendwo kam und dann hier, nach 8 Jahren stehe ich hier und ich habe vieles erreicht. By the way, ich habe noch eine Sache, die ich euch gerne zeigen will. Nach 8 Jahren, Freunde, kann ich sagen, ich bin kein Flüchtling mehr, ich bin ein deutscher Staatsbürger. Spaß, Freunde, ich werde für immer ein Flüchtling bleiben. Ich werde niemals vergessen, woher ich komme, aber ich wollte es einfach nur zeigen. Das ist einfach die Überraschung, das war einfach das, was ich bekommen habe, worauf ich mich eigentlich gefreut habe, weil ich wollte immer früher, ich wollte immer diesen deutschen Pass, damit ich sagen kann, ja, ich bin deutscher Staatsbürger, ich bin kein Flüchtling. Aber nach 8 Jahren habe ich realisiert, dass ich für immer ein Flüchtling bleiben werde, dass ich eigentlich nicht vergessen darf, woher ich komme. Ich darf es einfach nicht vergessen. Wer vergisst, woher er kommt, dann hat er keine Zukunft mehr. Du musst immer wissen, woher du kommst. Du darfst niemals vergessen, woher du kommst. Ansonsten hast du keine Zukunft. Der deutsche Staatsbürger. Hey. Kuss geht raus, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mal gerne einen Kommentar da. Erzählt mal vielleicht eure Geschichte. Wollt ihr noch mehr erfahren von mir? Wollt ihr noch weitere Tipps von mir? Was wollt ihr eigentlich von mir hören? Erzählt mal, was ihr von mir wissen wollt. Und ich werde es euch hoffentlich auch erzählen. Und offen sein, ehrlich sein zu euch, so wie heute. Kuss geht raus.